Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Rise. Heute mal mit einem Gast und zwar Wathermon. Einen wunderschönen guten Abend, morgen guten oder Tag. Mittag. Je nachdem, wann die Folge bei dir kommt. Überlege ich gerade, ich glaube 17:30 Uhr, Nachmittag. Ja, so Abend, früher Abend. Genau, früher Abend. Gerade aus der Schule, aus der Langzeitschule. Ich mache ja mal irgendwie random ein paar Fackeln hin. Geil. Das haben die Leute auch noch nicht gesehen. Ich habe 3 Windräder. Ja, die machen auch Krach, habe ich gehört. Ja, da müsste man irgendwann Sound mal vielleicht. Ich wollte ja sowieso nicht hier stehen haben. Die sollen irgendwann mal hinterm Haus in so einem Windpark. Ah. Das stimmt, ne? Ja. Ich glaube, vor meinem Haus ist es auch nicht so windig, wenn man mal ehrlich ist. Sie drehen sich zumindest, ne? Alle gleich langsam einschläfernd. Ja, fast. Sehr gut. Okay, du darfst eintreten. Das ist aber nett. Aber hat fast geklappt. Machst du nochmal auf? Ist doch kurz. Achso. Geh mal auf die Druckplatte. Welche Druckplatte? Hinter dir. Nee. Na gut, lass ich die auch rein. Das alte Minecraft-Technik. Ja, ich sehe schon. Und da drehe ich gerade zum Rennen, so weißt du? Aber nur wenn es nicht zwischendurch leckt, weil sonst bleibst du es schicken. Genau. Wir hätten auch schon mal, da sind welche in der Tür hängen geblieben, war nicht ganz so gut. Okay. So, pass auf, wir gehen mal runter. Aber hast du gesehen, wie schön sich die Türen öffnen? Ja, das ist. Und dass auf jedem Schild 00 steht. Ja. Das halt irgendwie nicht gut kopiert wurde, keine Ahnung. 0 das 00. 0 Lager 00. Genau. So sieht's aus. So, wir wollen heute ein bisschen Mechanismen machen, sagst du, ne? Ja, hast du gesagt. Ich soll das nicht. Du hast mir das aufgezwungen, nein. Genau. Ja, irgendeiner muss ja Ahnung haben. Ich habe ja auch mal den Analyser dran gemacht. Die Leute auch sehen, was hier passiert ist im Stream und so. Und ja, genau. Die habe ich schon mal gebaut von Mechanismen. Die sind eigentlich ganz cool. Okay, die Infuser hast du schon, okay. Dann gibt es hier die Elite Smeltery Factory. Und jetzt hätte ich gerne die Sack Mill in Mechanismen. Die können wir vielleicht mal bauen und hinstellen. Die Sackmill. So. Ich glaube, das hieß, warte mal, ich überlege gerade. Ich überlege auch gerade, du bist ja schon. Also die Elite Smeltering hast du und du willst jetzt die Sackmill. Ja, die. Mal Inventory aufrufen. Ja, ich krieg ein Maschinenmensch. Jawoll! Yes. Ich hab E gedrückt. Ja, ist das schön. Oh. Du kannst doch nicht im Raum Feuer wegzünden. Bist du wahnsinnig? Ich drücke. Gehst du raus. Okay, nächstes Mal drücke ich irgendwo draußen die Tasten. Erstmal alle durch und dann, ja. Genau, dann geht's weiter. So, warte mal, die haben auch irgendwas geschrieben. Es gibt ja hier diese, ich glaube, Crushing, kann das sein? Der Crusher ist der, der das im Pulverisierer quasi. Also der dann quasi aus einem Block das 2 Pulver macht. So, genau, rein theoretisch. Rein theoretisch, genau. Den hast du noch nicht gebaut, genau, ich sehe es gerade. Den Crusher genau, hast den du noch kann nicht. Man mal bauen. Oder kannst du mal versuchen zu bauen? Ich mache mal eben die Kisten. Ich weiß gar nicht, wo hier. Hier gibt's gibt es einen ME-Anschluss. Ja, ich sehe es schon. Sehr gut. Er hat ja auch ein bisschen Ahnung, ich war ja mal zu Gast bei ihm in der WG, da hast du auch immer relativ viele Modpacks hast du da drin, oder? Ja, wenn es die WG gerade im Moment geben würde, dann ja, aber jetzt habe ich Adcrusher. Wir spielen immer relativ große Modpacks, genau, ja. Genau, er ist ja immer so saisonal, saisonbedingt bei dir, ne? Genau, saisonbedingt. So, der Crusher. Weil das sah auch sehr, sehr nice aus. Müssen wir auf seinen Kanal gucken. Die Folgen sind ja auf jeden Fall noch da, die alten. Ja, genau, du warst in der letzten Staffel da, also die WG... Staffel. Und die meisten kennen das aber nicht, dass man auch alte Folgen auf YouTube kann. Dass es auch Playlists gibt. Die wollen immer aktuelle Sachen sofort sehen. So, ja, den packen wir mal weg. Du hast keinen Lava-Eimer, die bräuchte ich dann. Wie viele brauchst du? 2 Lava-Eimer. Oh, warte. Bucket. Bin sofort wieder da. Ja, dann ist quasi schon alles da. Dann haben wir den Quatsch auch schon fertig, wenn ich 2 Lava-Eimer habe. Ich würde es ja selber holen, aber ich weiß nicht wo. Kannst du mal gucken, wie die nächsten Stufen gehen? Weil es gibt ja einmal den Advanced Crusher und den Elite Crusher. Ja, irgendwie gehen die noch zum Update, ne? Genau, dass wir eventuell die fette Version machen. Das wäre voll krass. Ja. Mal diese Aufgaben, ne? So, ja. Du brauchst wahrscheinlich noch mehr Lava-Eimer. Warte mal, ich habe 8 Eimer mit. Oder Lava-Becken, hier. Was wolltest du denn? Schwer. Den Elite dann wahrscheinlich gleich, ne? Ja, wenn's geht, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann natürlich so weit, wie wir kommen. So, 8 Lava-Eimer am Start. Ich hab hier unten noch so eine kleine Lava-Quelle aus Vanilla. Cool. So, ich find's glaub, nicht. Ich muss echt mal. Ich muss erstmal den Crusher fertig bauen, dann kann ich das nachgucken. Ja, genau. Früher ging auch, glaube ich, nicht mit einem Eimer in eine Minecart einsteigen. Hat man halt immer darauf ausgekippt. Das ist aber schon sehr lange her, glaube ich. Ja, genau wie das Haus hier, ne? Da gab es ja auch nicht so viele Klötze, da gab es ja noch Cleanstone. Schmeiß einfach in dein ME-System rein. Die Eimer? Ja. 8 Eimer drin. Das ist sehr nice. Sehr, sehr geil.
So. Sehr, sehr, sehr geil. Geilo. Ah ja, genau, den Raum. Hier unten soll er den. Wieso macht er den jetzt aus dem Basic Control Conduit? Jetzt, Moment, jetzt muss ich mal. Ich finde den falschen bauen. Oh nein. Achso, man kann den mit Elektros. Man kann den aus verschiedenen Sachen bauen. Ah, ist klar. Alles ist gut. Eigentlich dunkel draußen, muss er immer mal im Bett speichern. Jetzt habe ich zwei leere Eimer im Inventar, super. So, den Quascher hätte ich. Jetzt gucken wir, ob wir den updaten können. Das ist nur der Crusher. Achso, und du willst den jetzt also als Factory-Block haben, ne? Du willst dann also den Basic daraus machen wahrscheinlich. Das müsste ja irgendwie gehen. Gucken, ob wir das machen können. Was brauchen wir dann? Oh, wir haben alles dafür. Das ist ja geil. So, dann machen wir aus dem Crusher. Achso, stimmt. Das geht ja immer noch weiter, ne? Ja, du musst erstmal den normalen bauen, dann baust du den Basic. Dann kannst du den Advanced bauen. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit hier kommen mit deinen Items, die du hier hast. So. Genau, wenn du mal brauchst, ich bastel ruhig. Warte mal. Ja, jetzt brauche ich erstmal das erste Alloy, das wirst du noch nicht haben wahrscheinlich. Enriched Alloy? Genau, und davon brauche ich welches. Vier so. Stück gerade. Cool, oder? Da musst du vier Eisen reinpacken in deinen. Ja, hab ich im Inventar. Hast du reingeschmissen im E? Ja, genau. Warte. Müsstest du eigentlich schon rausnehmen können, oder? Ich bin in Advanced Crushing. Das will ich jetzt. Was jetzt ist das? Hab ich ein ja, dann mach du doch einfach, dann gehe ich hier wieder. Ich glaube, die jetzt gerade geleckt oder so, weißt du? Ja, kann sein. So. Hast du jetzt den Advanced schon? Hast du den jetzt ins System rein? Im System, genau. Okay, den Advanced ich haben sehr, wir. Sehr gespannt, was der kann. Ich kann die Vorschulen kenne ich gar nicht. Oh, was also, brauchen wir denn da, Alter? Brauchen wir dafür? Ja, jetzt wird's richtig interessant. Ja, ich weiß nicht, ob du Rainforest Alloy schon hast. Oh, warte mal, da brauchen wir Alloy. Dann brauchst du das Enriched Alloy, musst du dann nochmal in den Infuser packen. Okay, warte. Ich glaube, das haben wir noch drin mit Diamantenstaub. Und Diamantenstaub, genau. Guck mal, wie hell das hier ist. Ich finde die Maschinen echt richtig gut, weil die sind auch sehr detailliert und mal was anderes ist so ein Block. Ja, das stimmt. Das ist sogar im Vanilla Pack, was ich hier drauf habe, als Graphic Pack, sieht ja schon ganz gut aus. Hm. Also ich habe mal Svex drauf, aber Svex hat nicht alle Items. Ne? Also hier schon wieder nicht? Hey, dieses Smelting Factory, die ist glaube ich noch ganz normal. Ja, das müsste man jetzt. Könnt ihr ja mal die Aufgaben vergleichen, Aufnahmen vergleichen und gucken, wie es bei ihm und bei mir aussieht, ob das gleich aussieht. Genau. Schreibt es in die Kommentare. Ja. So. Okay, gleich fertig. Hoffst du. Und dann brauchen wir noch was anderes dafür. Ne? Wo waren wir jetzt bei Advanced? Was wollen wir noch? Bei Advanced brauchen wir noch. Advanced. Achso, die Dinger sind fertig? Nee, warte mal. Die Advanced haben wir jetzt. Was haben wir jetzt für einen Block? Den Advanced haben wir doch schon, oder? Jetzt bin ich gerade durcheinander, weil du mir den rausgenommen hast, bin ich total raus. Wir wollten den Elite gerade bauen, oder? Das war's. Ja, das. Genau, Elite. So. Ich glaube, da brauchen wir auch noch vier von diesen Advanced. Irgendwas Dinger noch. Wir brauchen für den Elite brauchen wir noch Elite Zirkuliert, also Kreisläufe. Genau, warte. Wie kann ich den bauen? Ich mach mal ganz kurz dein Zeug da weg, ne? Die machst du auch aus Advanced Control Zirkulits und Rainforest Alloy, also brauchst du davon noch mehr. Von den Rainforest Zirkulits, ne? Wirklich. Oh. Okay, das wird immer heftiger, das ist ja klar. Oh Mann, oh. Ja, wie bei Pete the Beast Ultimate, da warst du auch nur am Craften. Ja. Ja, du musst dir hier so ein Autocraft-System reinbauen und dann alles da reinpacken. Ja, das wollte ich irgendwann wieder machen. Aber alle Rezepte, die es gibt. Alle. Das ganze Ding. Nur noch anklicken und warten. Ja, ich habe ja letztens quasi mit den Kollegen zusammen Minecraft-Firma haben wir das Ganze gespielt und da haben wir auch alles versucht zu automatisieren. Und das deswegen Firma. Firma, genau. Wir haben auch versucht hier mit Botania, kennst du ja bestimmt. Ja. Und das alles mit Steve Factory's Blocks und dann an dem ME-System ran. Das war, war ja übel. Das war ganz cool eigentlich. Ich hatte auch mal, da gibt es ja so eine Blume, die halt Stone zu irgendwas anderes macht, ne? Ja, genau, Stone zu Erzen. Stone zu Erzen. Und dann hatte ich quasi so eine, wie hieß das? So eine Turtle, die quasi alles kaputtgeschlagen hat, außer Stone. Dann hast du ja schon. Immer so ein dann hab ich ja schon wieder Mod fremd gegangen, da hättest du auch in Botania bleiben können. Echt, das geht auch? Klar, du kannst da mit so Linsen an so einen Spreader kannst du auch Sachen mit abbauen. Ah, okay. Da brauchst du dann so eine, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Linse heißt, du musst da vorhauen, dann baut die alles ab und dann ist das quasi, als würdest du eine Quarry bauen. Ne? Also nur, dass du die Steine für die Quarry quasi immer selbst produzierst. Achso, okay. Das macht Sinn. Ne? Ja, aber die Pflanze, die dann aus Steinen ja Erze macht, die macht ja richtig tierisch krachen, weil die macht ja immer so eine Explosion, wenn da was. Also Soundmuffler, ganz wichtig. Da musst du ein bisschen weiter wegbauen. So, warte mal, ich kann mal eben diese Super Circuits bauen, glaube ich, ne? Ja, das ist gut. Ich glaube, die Sachen haben wir, glaube ich. Das wäre geil. Dann haben wir direkt das Elite-Ding, jetzt sind wir direkt fertig damit. Cool, dann brauchen wir nur noch hinstellen und gucken, was das kann. Ja, und dann brauchst du noch viel Strom wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich dann direkt weg. Da ist MES ist ja wieder aus, wenn er arbeitet.
Ich weiß ja nicht, wie groß dein Reaktor ist, das weiß ich nicht. Wir sind ja nur die Winddinger da draußen. Achso, hier sind nur bis jetzt die Windräder dran. Genau. Drei okay, Stück hast du gesagt, ne? So. Müsste alles drin sein. Ich klicke jetzt mal auf das Rezept und dann sehe ich das. Oh, das sieht gut aus. Bam. Sehr gut, jetzt guck mal, was er kann. Wo soll er denn hin? Über das andere Ding. Hier oben drauf, meinst du? Ja. So. Das sieht ja schon mal aus wie der andere. Nein, der ist vorne hat er so rot irgendwas. Warte mal, dann machen wir mal. Und da, geil ist auch, Elite Crushing Factory, darunter erstmal Error. Genau. Einfach so, hä, warum? Ja. Ich glaube, den musst du noch an Strom anschließen, du brauchst hier in so ein... ja, stimmt. Oh, du hast nur die Basic-Kabel auch nur, oh Gott. Weißt du, du willst Elite-Maschinen betreiben, benutzt aber nur Basic-Kabel. Ja, kommt noch, das geht noch richtig ab, warte mal. Oh, das Interface sieht schon mal recht gut aus, ne? Ich habe es auch noch nie gesehen eigentlich. Warte, können wir jetzt eine Kiste? Ich weiß nicht, musst du irgendwie noch aus der Kiste was nehmen, ne? Du kannst das doch hier von oben irgendwie Input machen. Input Dark Red, Output, Non, Energy Dark, Extra so. Purple. Du musst Input Dark Red machen, so. So, Dark Red. Und läuft das jetzt? Nein. Verdammt. Das hat schon Strom, glaube ich, ne? Rechts ist so eine 56 Blub-Anzeige. Vielleicht zieht er sich nicht alleine. Autosort. Autosort können wir anmachen, können wir aufmachen. Transporter. Auto-Eject. Vielleicht schmeißt er erstmal Erz so rein, um zu gucken, wie es funktioniert. Das könnte man machen. Merkwürdig. Warte mal, du hast den unten, der kriegt schon automatisch deinen Smeltering von rechts, ne? Ja, genau. Dann hast du rechts Output, aber ne, du hast rechts Output. Wie kannst du das denn? Interessant. Da muss ja noch ein Trichter dran. Das kann sein. Oder eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Aber könnte es einen machen. Warte, ich nehme mal einen. Disabled. Was will er denn hier? Einen Hopper. High. Ne, jetzt low. Disabled. Kein Redstone-Signal wollen wir nicht. Oh nein, die Erze. So, ich hab keine. Schade eigentlich. Ein Hopper drauf und dann die Truhe. Oh. Ah, direkt im Garten fast. Ey. Das muss eigentlich auch ohne Hopper funktionieren, aber gut. Ja, normalerweise schon, aber wir testen das mal. Das geht dann richtig ab. Ja, wir haben voll die Ahnung. Also der Hopper saugt sich voll, aber es kommt nichts unten an. Okay. Input. Eject. Vielleicht ist das ja auch nicht oben, was ich da angeklickt habe. Vielleicht aber auch doch. Ne, warte mal, oben ist doch eigentlich das hier, ne? Auch nicht. Schade. Was hat der? Oh, Regen, geil. Also hast du gerade Regen an? Sound an? Ja, ich habe Regensound an. Wir können einfach mal alles anmachen, irgendwo muss er sie herkriegen. Irgendwo muss er den mal reinziehen, was ist los mit dem? So, jetzt haben wir doch alle auf Input. So, der ist jetzt rund um Input. Aber er will nichts. Macht nichts. Dann fehlt ihm irgendwas, würde ich sagen, ne? Warte mal, hier ist noch einer, Input. Alter, okay, draußen ist sogar Gewitter. Alter, ich muss mal die Wetter-Sounds ausmachen, Moment. Ja, die nehme ich zum Glück immer aus, weil ich hasse eigentlich Wettersachen in Minecraft. Ja. So ätzend. So, sind aus. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Warte, schreib mir das bitte in die Kommentare, wie das funktioniert. Ich mach das mal ganz kurz so. Was machst du denn jetzt? Pack das mal so da rein. Ja. Aber der hat gar keinen Bock zu crushen. Vielleicht macht er. Oranio. Irgendwas fehlt da noch. Da ist ja noch so ein grünes Feld links. Der braucht ja noch irgendwas da. Was kommt normalerweise da rein? Wie klappt denn das Smeltering unten? Das muss ja auch irgendwie gehen. Das Smeltering klappt einfach so. Da gehen die Erze rein und der Staub und ab geht's. Was fehlt denn dem? Die Elite Crushing Factory. Ihr seht, die beiden alten Männer haben richtig Ahnung. Ja, deswegen mache ich die Sachen ja quasi immer in Minecraft, also in Minecraft immer meist zuerst, damit ich halt was lerne. Ja. Oder ist, warte mal, mir fällt gerade was ein, das ist der Crusher. Ich glaube, der macht nochmal was anderes. Warte, lass mal ganz kurz was gucken. Der Crusher crusht. Das habe ich wahrscheinlich zu wenig Items, pass auf. Vielleicht hat das zu wenig Strom, ich weiß es nicht. Weil es gibt noch den Enrichment Chamber. Nee, gerade mal ein. Der Crusher soll eigentlich das Zeug nehmen und crushen. Das ist so. Ja, dachte ich jetzt auch. So vom logischen her macht er das. Ja, so habe ich mir das auch sagen lassen. So, jetzt muss ich mal gucken. Der braucht Output. Die Enrichment Factory. Energy Dark Green. So. So. Warte, kann ich den mal ganz kurz wegtun? Ich habe eine Idee. Ja, mach mal. Pass auf. Oh, jetzt macht er nochmal kaputt. Oh nein, wo sind die Items? Waren die da noch drin?
Ah ne, das war ein anderes Ding. Ich wollte gerade sagen, das ist ein anderer. Ah, die Items sind hier noch drin. So. Wieso ist der jetzt hier auf einmal blau? Gerade war er noch nicht blau, oder? Hey, der ist jetzt, guck mal, das ist der Enriching. The Basic. Da habe ich mal jemand gelesen von. Warte mal. Wir machen nach Output ist. Warte mal, erstmal so. Ich gucke mir jetzt gleich an, wenn du das eingestellt hast. Das ist doch irgendwie. Muss doch, ich hab das mit dem Crusher doch schon mal gemacht, fast. Also, ja. Aber nicht mit dem Elite natürlich. Ja, das ist halt der Elite, ne? Ohne. Ja. Ohne geht es nicht. So, warte mal, die Kiste da. Was ist denn da jetzt eingestellt? Ja. Aber man sieht, je elitiger die Maschinen sind, desto mehr können die im Grunde, ne? Ja, bei der kann das genauso wenig. Oh, verdammt! Okay, packen wir das mal. Aber, ach guck mal, das ist aber was. Ah, oh, Gesundheit. Danke. Okay, der saugt. Der saugt die ein. Okay, was macht der daraus? Der macht daraus irgendwas. Warte, kommt jetzt? Man sieht's nicht, ist zu schnell weg. Ist jetzt unten. Ah ja, macht gleich Staub raus, okay. 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 Laut ist die Maschine auf jeden Fall. wir gehen mal lieber weiter weg. Aber okay, ich würde mal sagen, Folge war jetzt auf jeden Fall erfolgreich. Wir haben zwei neue Maschinen da stehen, wovon wir eine nicht unbedingt wissen, wie die funktioniert. Aber da seid ihr gefragt. Schreibt mal ganz gerne in die Kommentare, weil ich bin für Tipps natürlich wieder dankbar. Und ja. Guckt beim Rothermon auf jeden Fall. Ja, wenn es kommt jetzt gerade bei mir nur Minecraft Battle, aber das ist ja auch Minecraft, ist ja schon mal was. Ja, immerhin, ne? Also, ja. Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.